heute begrüße ich euch zu unserer dritten Geschichte. Und für diesen Monat auch die letzte. Und zwar geht es diesmal um Pippa. Pippa ist hier und sie hat auch einen besonderen Traum und Wunsch. Und den wird sie euch jetzt auch gleich erzählen. Sie gehört zu den Marionetten, die einer Katharina gehören. Und Katharina kennt jetzt schon so lange Pippa. Und ich zeige euch mal ihre beiden Freunde. Seht mal, das ist Peppo und das ist die Ballerina. Die saßen nun immer zusammen und spielten und Katharina hatte sich aber an diese drei Marionetten einfach übergeguckt und hatte keine Lust mehr mit ihnen zu spielen. Das machte natürlich die drei ziemlich traurig. Und Pippa war recht mutig. Und sie sagte zu den anderen: Hey, wisst ihr was? Ich habe überhaupt keine Lust, so lange zu warten, bis Katharina überhaupt gar keine Lust mehr hat und uns dann auch noch in diese komische Spielzeugkiste schmeißt. Das will ich nicht. Ich will vorher noch Abenteuer erleben. Aha, was willst du denn für Abenteuer erleben? Na, das hat ein tolles erlebt. Hört mal zu. Also. Nein, nein, nein. Was ist denn? Ich verstehe die nicht. Was sagen die? Naja, die finden das alles ganz schön gefährlich. Ach was. Wenn man nichts wagt, gewinnt man auch nichts und dann erlebt man auch nichts. Ich werde losziehen. Sie riss sich los und spazierte los. Kaum war sie aber draußen. Wisst ihr was? Es war schrecklich. Es regnete und es stürmte. Naja, in dem Moment habe ich mir gedacht, naja, vielleicht sollte ich doch wieder lieber zurückgehen. Aber kaum habe ich das gedacht, da kam ein Mann, der hob mich auf und versteckte mich in einem Mantel. Boah, na das war vielleicht eklig. Das war kalt, das war dunkel, das fand ich nicht toll. Und dann lief er einfach weiter. Der lief weiter und weiter und dann ging er in so eine Art, ich habe gehört, man sagte dazu Kneipe. Eine Kneipe? Ja, weißt du, was das ist? Naja, also in der Regel früher sagte man Kneipen dazu, wenn, da sind hauptsächlich so Familien reingegangen und die haben auch leider Alkohol dort getrunken und da durfte man sogar rauchen. Egal, das ist ja furchtbar. Das durfte man da aber nicht mehr. Und da war auch eine Frau. Kannst du mal zeigen, wie die beiden aussahen? Ja, klar, natürlich. Guck mal, sehen die nicht eklig aus? Der sieht nicht nett aus, nicht? Und sie auch nicht. Aber ich habe gehört, wie die erzählt haben, dass ich Schauspielerin werden soll. Also nicht mehr nur noch Artistin, sondern ich darf Schauspielerin werden. Und wer weiß, vielleicht werde ich ja sogar eine ganz berühmte Schauspielerin. Der Mann nahm mich an den Bändern. Kannst du das mal machen? Ja, natürlich, klar. Du kannst dann auch mal ruhig aufstehen. Ja, okay. So, und ich tanzte rum. Ich glaube, man sieht deinen Kopf gar nicht. Wahrscheinlich nicht, nein. Naja, also jedenfalls erzählte der lauter Witze und dann lachten alle Leute. Und die Frau, die ging immer so durch die Leute, ging immer durch die ganzen Zuschauer. Ich habe mich schon gewundert. Also besonders gewundert habe ich mich, ja, wieso wir, obwohl ich so großartigen Applaus bekommen habe, wirklich berühmt war, warum wir nie länger als einen Abend an einem Ort geblieben sind. Das hat mich schon wirklich sehr gewundert, weil der Applaus, der war tosend. Ihr könnt ja mal zu Hause das machen. Das war so, du kannst es mal für die anderen machen. Ich habe jetzt hier einen Schuh an. Naja, dann halt nicht. Aber ihr zu Hause, ihr könnt mal versuchen, wie das ist. Und dann war ich habe das ja nun schon oft genug gemacht und habe deshalb Zeit gehabt, mal zu schauen, wieso wir immer nur in einem Ort blieben. Was glaubt ihr wohl, warum?
Ich kannte meine Rolle gut, ich musste kaum mehr aufpassen. Also, mal lief ich dahin, mal lief ich dahin und konnte ins Publikum schauen. Und da sehe ich doch tatsächlich, wie diese böse Frau durch das Publikum ging. Und? Ja, und? Und? Ja, was denn nun und? Die klaute die ganzen Brieftaschen von den Leuten. Oh, echt? Ja, die hatte das geklaut. Und da dachte ich mir, nach eurer Pfeife tanz ich nicht mehr. Und ich drehte mich hin, ich drehte mich her. Ich schlug Kabolz und schlug Kabolz, sodass meine ganzen Fäden völlig durcheinander geraten sind. Du kannst aber auch nicht aufpassen, oder? Entschuldigung, die Bühne ist hier manchmal auch ein bisschen klein. Na gut, also machen wir hier weiter. Also, als das jetzt passiert war, da sah sie, dass die Frau ganz verzweifelt hin und her schaute, der Mann auch. Und der Mann sagte dann plötzlich, was hat er denn gesagt? Naja, er sagte, ja, meine kleine süße Prinzessin ist ja ein bisschen durcheinander gekommen. Und ich wurde zu der Frau gegeben und die versuchte mich wieder in Ordnung zu bringen, also meine ganzen Schnüren wieder in Ordnung zu bringen. Aber immer wenn sie glaubte, sie hätte es geschafft, dann schlug ich wieder neue Purzelbäume. Und langsam wurde aber das im Publikum ein bisschen nervös und laut und unruhig. Einige fingen an, schon was zu bestellen. Oh. Und das war, dass der Mann merkte, wow, das wird jetzt aber brenzlig. Und er rief seiner Frau zu, komm, lass uns verschwinden. Und sie schmissen mich auf den Boden. Na, das war nicht lustig. Das tat ganz schön weh. Aber durch das ganze Gewühle haben die natürlich auch gemerkt, dass ihnen die Brieftaschen geklaut wurden. Und sie schrien, haltet die Diebe, haltet die Diebe. Und was hast du jetzt gemacht? Na, ich lag ja auf dem Boden. Und die rannten hinterher, sie wollten sie fangen, aber durch das ganze Gewühl haben sie es natürlich geschafft. Und nach einer ganzen Weile, da wurde aufgeräumt. Und da fand mich ein Mann, der Wirt. Und er sagte zu mir, Mensch, das ist ja wirklich toll. Durch dich hätten wir fast die Diebe fangen können. Weißt du was, ich nehme dich jetzt mit. Ach ja, und dann kriegst du neue Schnüre und wir werden dir vielleicht auch ein neues Kostüm geben, wenn du möchtest. Und mein kleiner Julius kann dann mit dir spielen. Oh, das ist ja toll. Und er nahm mich auch tatsächlich mit. Und der kleine Julius, der freute sich total über mich und ich wurde jeden Tag wieder bespielt, aber mit lauter schönen Spielen diesmal. Ich durfte tanzen, ich durfte Akrobatik machen. Ich war richtig glücklich. Echt? Warst du das? Ja. Naja, es gab schon manchmal Momente, da war ich nicht so glücklich, weil da wünschte ich mir, dass Peppo und die kleine Ballerina bei mir wären und mein Glück mit mir teilen konnten. Aber so ist das eben manchmal mit den Wünschen. Manche gehen in Erfüllung und manche nicht. Und wenn manchmal Wünsche in Erfüllung gehen, dann muss man auch manchmal was zurücklassen. Aber trotzdem darf man das Glück genießen, was man gerade empfindet. Ja, das war meine Geschichte. Und jetzt wünsche ich euch alles Liebe. Und dir auch. Na gut, wollen wir dann gemeinsam Tschüss sagen? Ja. Also, dann wünschen wir euch jetzt einen wunderschönen Sommerurlaub, schöne Ferien, macht was Tolles und dann sehen wir uns im September, hoffe ich, hoffentlich dann persönlich. Ja, das ist toll. Also, tschüss, tschüss. Eure Manuela. Ja, und Pippa.